Der Abraham und David Röntgenpreis 2011 wurde zum dritten Mal verliehen und im Rahmen einer Feier im HWK Buga Pavillon an die Tischlerei Holzwerkstatt Hahn GmbH aus Kirchheim unter Teck überreicht. Der Handwerksbetrieb überzeugte die Jury mit einem wahren Verwandlungskünstler. Die Schmuckschatulle aus verschiedenen Hölzern und einem Carbongeflecht ist nicht nur optisch herausragend, sondern glänzt auch mit inneren Werten. Denn ein komplexes mechanisches Werk sorgt für Variationsreichtum bei der Unterbringung von Schmuckstücken. Mit dem Möbelstück verbinden die Tischler moderne und traditionelle Materialien und gehen neue Wege bei der Gestaltung im sichtbaren Erscheinungsbild wie auch nicht einsehbaren Innenleben. HWK-Präsident Werner Wittlich zu den Gründen für das Engagement der Handwerkskammer in der Röntgenstiftung wie auch bei der Preisverleihung. Man muss wissen, dass Abraham und David Röntgen ganz bedeutende Kunsttischler hier aus dieser Region sind, weltberühmt. Sie haben die Fürsten und Königshäuser Europas beliefert, kommen aus meiner Stadt, wo ich 20 Jahre Kreishandwerksmeister war. Und ich war auch dabei, als diese Stiftung gegründet worden ist. Unser Herr Runkel war damals Geschäftsführer und der Herr Moitz war der Vorsitzende. Jetzt macht das die Frau Moitz. Und ich denke, es ist eine ganz bedeutende Sache, die auch das Handwerk oder die Bedeutung des Handwerks seit Jahrhunderten auch heute noch darstellt.